Und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück hier. Star233 meldet sich jetzt endlich wieder mit einem neuen Headset, was sehr gut klingt. Und jo, wir legen auch gleich los wieder. Wir sind stehen geblieben bei... Warum ist das Level dran? Bei Mario Brothers. Und deswegen, wir waren in Welt 7. Und deswegen legen wir gleich los hier. Ja, okay, hier springe ich nochmal. Hier renne ich gut. Also, ich muss gleich mal vorweg sagen, also es tut mir wirklich leid, diese paar Fuße, die ich hier hatte. Und ich bin tot. Das ging schnell. Oh ja. Und jo, ich kann sie endlich beenden, die Pause. Endlich kann ich wieder los, let's playen. Und zwar bis zum geht nicht mehr. Ach, diese Kugel, wie die macht mich doch irre, ey. Ja. Und gut, wie dem auch sei, ich habe ja ein böses. Irgendwie gefällt mir die Kanone nicht und die gefällt mir auch nicht und das gefällt mir auch nicht. Jo, also, ich werde es jetzt so handhaben, wie ich es damals gesagt habe. Ich werde jetzt wieder zu meinem alten Stil zurückfinden. Ich werde mit euch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ein Hidden Block. Nein, ruhig bleiben. Also auf jeden Fall ist es so, ich habe jetzt die Pause gehabt, zwangsläufig, und bin froh, dass ich in gewohnter Amazon-Geschwindigkeit von Amazon mein Headset bekommen habe. Und jo, ihr hört's ja selber, ich rede wieder mit euch. Yay! Okay. Ja. Und ich habe mir jetzt mal was überlegt, und zwar, passt mal auf. Ich habe hier jede Menge Probleme mit Kugeln. Wie nice! Oh Mann, das fängt ja super gut an. Das fängt ja super toll an. Ich habe ein Leben und bin noch nicht mal mehr bis zum Mittelpunkt gekommen. Auf jeden Fall, ich werde mal ein paar Infos an euch rauslassen. Ihr habt das Recht, ein paar Infos zu bekommen. Erstmal, werde ich sterben? Oder auch noch nicht? Oh, ich hasse dieses Level. Also, ich werde jetzt wirklich wieder viel Let's Play. Und versagen. Nein, also, ist es jetzt so, ich habe jetzt folgende Sachen geplant. Also, Mario Brothers machen wir jetzt erstmal hier fertig. Das werden wir ja wohl heute noch hinkriegen, weißt du? Also, das muss ja wohl noch heute gehen. Und warum ballerst du zweimal? Arsch. Es wird noch bald kommen. Vielleicht heute auch noch. Also, Pokémon Gold ist noch geplant, dass das jetzt weitergeht. Das hat sich jetzt einen Monat gezogen. Und, ey, das gibt's doch nicht. Ich bin so schlecht gerade. Egal, weiter. Auf jeden Fall Mega Man X6 wird noch kommen und Pokémon Gold. Das sind jetzt so die nächsten Boschi selbstverständlich. Da ist es so, ich bin schon in Welt 4 eigentlich, aber dadurch, dass die Aufnahme so ziemlich ja, blöd ist, werde ich es nochmal von vorn machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das jetzt? Hau ab, Pflanze. Da ist ein unsichtbarer Block. So. Jetzt wird er mich nicht mehr stören. Okay. Ah, ein Leben gibt's hier. Was wir auch gleich wieder verlieren. Jo, das sind jetzt so meine Planungen. Mystic Quest kommt noch, aber nicht so früh. Ich habe noch andere Projekte noch von früher, die werde ich auch noch beenden. Also ich werde jetzt erstmal jedes Projekt, wo ich habe, beenden, bevor ich hier großartig neu anfange. Und keine Sorge, das kriegen wir schnell hin. Das wird gemacht, weil ich bin so hoch motiviert, jetzt endlich wieder zu Let's Playen. Ehrlich und tschüss. Ich versag am laufenden Band in diesem Spiel gerade. Am laufenden Band. Das ist unglaublich. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen ruhiger spielen. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt so erstmal meine große Planung. Und jo. Jetzt gibt es noch ein paar Dinge anzusagen. Erstmal, ihr werdet das gemerkt haben. Ich habe Red Demon's Warrior und den Renato Pedone aus meiner Liste gelöscht. Das hat einen Grund. Ich habe mich, und das sage ich euch ganz klar, mit den Herren verstritten. Ich habe sie zum Teufel geschickt, wie man so im Schwäbische ganz sagt. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, wann sie wieder Let's Playen, weil ganz ehrlich, ohne das richtige Equipment ist das halt schwierig, bekanntlicherweise. Und deswegen kann ich euch nicht sagen, wann sie weiter Let's Playen werden. Ich weiß nur, ich habe ein Problem. Obwohl, nee, noch nicht. Oh. Nein. Eieiei. Das war jetzt gefährlich. Nun, also auf jeden Fall, die kurze Info. Wir haben Welt 7.1 geschafft mit einem Leben. Hurra, jetzt werden wir sterben in 7.2. Okay, dann möchte ich noch ein paar Danksagungen loswerden. Oh ja, das muss jetzt sein. Da hat sich jetzt in letzter Zeit viel getan. Und ich werde da jetzt mal ein paar Worte sagen, während ich jetzt hier erstmal sterbe in der Welt 7.2, einer Wasserwelt. Richtig. Also, und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen die Liste durchgehen.
Auf jeden Fall erstmal natürlich ein großes Dankeschön an meine Abonnenten. Selbstverständlich, Jungs, ihr seid super. Jungs und Mädels, Verzeihung. Und vor allem, dass ihr dadurch, trotz dass meine Videos in letzter Zeit wirklich ziemlich schlecht geworden sind, in meiner Meinung, trotzdem noch meine Videos immer immer geschaut habt, da gebührt euch wirklich ein Dank. Und wir kommen durch hier, aber jetzt wird's, oh Gott, jetzt, wir sind tot. Lauf, Mario. Ja, also zum einen das, ich hab's euch versprochen, ich werde meinen Stil ändern. Vielleicht hört man das auch schon, vielleicht, ich weiß noch nicht. Und ich werde mein Bestes geben. Und hier durch. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Scheißdreck mit den Bloppers wieder. Oh mein Gott, ja. Es kommen zwei. Oh, wie toll, wie toll, wie toll. Ich könnte drüber singen. Ich bin tot. Ja. Auf jeden Fall an euch natürlich ein großes Dankeschön. Und wie ich euch versprochen habe, es wird sich wieder einiges ändern jetzt. Und zwar, ich hoffe doch zum Positiven, ne? Das würde ich wohl erwartet haben. Mein Herr ist da doch sicher, ich würde das von Ihnen erwarten. Und deswegen bin ich hier unter Massenbeschuss. Die Kugelwillis wollen nicht, dass ich besser werde. Die sagen, was? Du willst besser werden, Mann! Das erlaube ich dir nicht, Mann! Ja. Also auf jeden Fall, so viel dazu. Dann noch ein Dankeschön noch an ein paar andere Damen und Herren. Zum einen, wir gehen das jetzt mal der Liste durch. Ich gehe mal erstmal einen Dank an LP Memorian. Und zwar, es ist so, LP Memorian kenne ich persönlich. Wie die meisten sicher schon gemerkt haben. Und ich werde jetzt gleich erstmal sagen, wirklich, LP Memorian, dir ein riesengroßes Dankeschön. Und zwar nicht videomäßig, sondern jetzt vor allem privat, sage ich das auch hier gerne. Er ist sehr viel. Ey, wir sind. Ey, das ist gut. Er hat mir sehr viel, wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel geholfen. Also, gerade privat ging es mir in letzter Zeit, das hat man vielleicht auch ein bisschen in Let's Plays gemerkt, nicht ganz so hundertprozentig gut. Wenn ich es mal so sagen darf. Und er ist halt sehr viel. Ich konnte mit ihm viel reden, er hat einem zugehört. Wisst ihr, so Sachen, das. Hört sich vielleicht, manche sagen jetzt, das ist doch Frauensache, aber hallo, glaubt mir wirklich, das ist wirklich nur blödes Denken. Jeder muss mal irgendwas reden und es tut auch gut. Und dir deswegen auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, privat wie aber auch natürlich Let's Play technisch. Ich muss nämlich eins zugeben, LP Memorian mit seinem, oh Gott, mit dem Let's Talk, erstmal auch hier dir ein riesengroßes Dankeschön. Du warst im Endeffekt mein erstes, wenn man es böse sagen will, Opfer, wo ich interviewt hatte. Aber es ist wirklich sehr gut gelaufen. Es hat mir auch Motivation gegeben, das Let's Talk weiterzugeben. Auch die positiven Rückmeldungen, die wir wirklich dazu bekommen haben. Oh, gib Gas, Mario, gib Gas. Wirklich super. Also ich war am Anfang war ein bisschen skeptisch. Ich habe jetzt erst gedacht so, ja, sag mal da und hier machst du nicht richtig und da. Aber wow, wir sind durch Welt 2 durch, cool. Aber ich habe sehr, sehr, wirklich sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und dir auch dafür natürlich ein riesen Dankeschön. Und ich hoffe vor allem, dass wir in nächster Zeit mal wieder was togethern können. Weißt du, das muss auch mal wieder sein. Aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall, du weißt wirklich, du hast mir wirklich so viel geholfen. Du weißt aber auch selber natürlich, was du wirklich alles Gutes getan hast. Vor allem für mich und auch für andere Leute. Und deswegen, mach weiter so, bleib wie du bist und sterb nicht wie ich gerade. In deinen weiteren Let's Plays. Jo, gehen wir weiter. Also, ich muss gleich vielleicht davor sagen, bevor ich jetzt die Liste weiter fortführe, falls ich irgendjemand nicht erwähnt habe oder später, weil es mir entfallen ist oder sonst was, bitte nicht böse sein. Ich bin wirklich gerade so arg drauf happy, dass ich Let's Playen kann und ich versuche auch wirklich jeden zu erwähnen. Sollte mir das entfallen, tut's mir wirklich extremst leid, aber ist, ja, nobody's perfect, wie man immer sagt. Aber jetzt gehen wir weiter in der Liste. Denn wir kommen jetzt in der Welt 7-4 und das mit nur einem Tod. Jo, also, mein nächstes, wirklich großer Dank, gilt dem Zocker Krishan. Habe ich ebenfalls in meiner Liste unten rechts. Schaut die Kanäle an, das sind Top-Kanäle. Ihr solltet da auf jeden Fall mal reinschauen, wer es noch nicht getan hat. Also, dem Zocker Krishan, ich meine, Zocker Krishan habe ich extremst viel zu verdanken. Wirklich. Also. Oh, das war falsch. Und das war. Ja gut. Halt. Verdammt. Also auf jeden Fall, Zocker Krishan, du weißt wirklich, ich habe dir extremst viel zu verdanken. Wirklich. Das weißt du aber, denke ich, selber auch.
Okay, obenrum war es nicht. Und wirklich, hat mir auch wirklich, zwar nur per Skype, aber das ist ja egal, weißt, hat mir zugehört, hat mit mir geredet, wir haben auch so viele lustige Projekte jetzt schon zusammen gemacht. Ja gut, viel ist es jetzt, oh, obenrum, okay, gehen wir runter. Falsch. Ja, und auf jeden Fall, Christian, du weißt auf jeden Fall genau, was ist, ouch. Du weißt auf jeden Fall genau, was ich meine. Hat auch so, also, ich muss da jetzt, tut mir leid, jetzt ist mir irgendwie der Faden gerade ein bisschen entflogen. Ich wurde gebrutzelt. Verzeihung. Ja, wow. Roasted Mario. Noch warum nicht mal so ein Stückchen abknabbern? Warum nicht? Ja, das gibt's doch nicht. Also auf jeden Fall, nochmal, Zocker Christian, wirklich, hat mir wirklich sehr viel geholfen. Auch vor allem dir danke ich auch nochmal, dass du dabei warst beim zweiten Let's Talk. Es hat mir wirklich verdammt viel gebracht. Man wird auch so ein bisschen, das muss ich dazu sagen, das ist mir aufgefallen, man wird ziemlich sicherer. Also ich habe das auch gemerkt, wenn ich dann, als wir geredet haben, man wird so richtig locker, man kann seine Sachen, ja, also es hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Oh, ich wollte eigentlich jetzt ein paar richtige Dankesworte sagen. Jetzt komme ich so ein bisschen ins Straucheln. Das tut mir wirklich leid. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen noch neben der Spur. Leicht. Wahrscheinlich vor Freude, dass ich jetzt endlich wieder schwätzen kann. Auf jeden Fall, Zocker Krishan, großes Dankeschön. Wirklich Top-Kanal. Top-Mann, sage ich jetzt mal. Okay, wir gehen hier lang. Und hier lang und nein, okay, das war falsch. Nein, also auf jeden Fall wirklich Zocker Christian, schaut ihn euch einfach an. Ich kann da jetzt gar nicht mehr so viel sagen, so leid es mir tut, weil. Ach, du weißt genau, was ich meine, Christian. Also auf jeden Fall schaut seine Videos an. Er ist wirklich ein super Kerl. Wirklich und wirklich, wirklich massig Abonnenten hat er wirklich verdient. Okay, das war falsch. Massig Abonnenten und Leute, die seine Videos gucken. Er hat es wirklich verdient. Ei. Er hat... du hast so viel Gutes wirklich getan. Ich kann das gar nicht so in Worten ausdrücken eigentlich. Ich würde sagen, bleib einfach wie du bist. Du weißt auf jeden Fall, was du noch so wirklich viel Gutes geleistet hast. Auch mir gegenüber. Und entschuldige bitte jetzt die etwas fehlenden Worte. Bloß, ja... Ich bin gerade voll aus dem Konzept irgendwie. Du weißt auf jeden Fall, was du Gutes getan hast und deswegen, bleib wie du bist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, hier war es auch nicht. Sag mal, mir geht die Zeit langsam flöten. Gehen wir mal weiter. Welchen Channel habe ich denn noch? Dann hätte ich noch den Silo 77, ich glaube 83, was 783 ist. Tut mir leid, wenn es mir gerade nicht einfällt. Aufhalt, stammig. Jetzt wird's langsam knapp. Was habe ich noch nicht ausprobiert? Also auf jeden Fall, Silo 783, sag ich jetzt mal. Ich muss mal kurz pausieren. Ich werde es gleich weiter sagen. Einen Moment. Und ich bin schon wieder zurück. Ja. Also, er hat neulich ein Video gemacht über... Ja, ich habe kurz nachgeguckt, weil mir das sonst zu stressig wird. Yo. Also auf jeden Fall hat er neulich ein Video auch gemacht, da hat er ein paar Let's Player vorgeschlagen. Und ich war auf jeden Fall dabei und ich danke dir vielmals für die wirklich freundlichen Worte. Und wir haben sie im Welt 7-4 geschafft, oh yeah. Wirklich, es hat mich wirklich gewundert, ich guck so, ja, oh Moment, was ist in dem Beutel drin? In einer Reihe, pfui, ich hasse Toad, sie sind so eklig. Wow, wir sind jetzt in der letzten Welt, in Welt 8.1. Haben wir uns vorgekämpft aufs Härteste. So, jetzt aber weiter. Auf jeden Fall, er hat ein Video gemacht, hat mich dort auch bei anderen empfohlen. Und ich sag dir wirklich auch nochmal ein großes Dankeschön dafür. Und er ist auch übrigens der Gast nächste Woche bei Let's Talk. Diese Woche habe ich einen anderen Gast. Und ich werde euch auch noch sagen, wer das ist. Und zwar sobald das Let's Talk oben ist, logischerweise. Und, ja. Auf jeden Fall, auch dir nochmal ein Dankeschön dafür. Und es freut mich natürlich, dass du meine Videos wirklich magst. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin noch nicht richtig dazu gekommen, deine Videos alle anzugucken.
gucken. Weil ich doch sehr wenig gerade auf YouTube geguckt habe. Egal, wir continue. Oh, ich hätte eigentlich safe continue machen sollen. Egal. Auf jeden Fall ist es so. Ich muss mal wirklich, ich habe wirklich noch einige Videos, das muss ich euch echt mal sagen. Ich habe noch so viele Videos zum Nachgucken, weil ich in letzter Zeit einfach so schwierig kam. Auf jeden Fall, dir nochmal vielen Dank dafür. Okay. Und ein letztes Dankeschön geht noch hinaus. Eigentlich habe ich noch zwei Dankeschöns. Halt. Ein weiteres Dankeschön geht an den Alf Ventura, einer meiner treuesten Abonnenten. Und also ich hoffe mal, ich darf das so sagen. Und ich darf nicht sterben. Und es ist so, ja, wir hatten jetzt bis jetzt noch nicht so viel Kontakt, größtenteils über Skype. So ein bisschen mehr Schrift über YouTube oder sowas. Aber ich danke dir trotzdem. Wir hatten ja auch neulich erst das Gespräch, so allgemein über Koopas, die mich töten. Nein. Wir hatten ein Gespräch neulich erst. Und es war wirklich ein sehr tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch mal schön, so richtig wieder. Aber weißt du, einfach mal so richtig wieder über wirklich ernsthaftere Themen mal zu reden. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das mit anderen Leuten nicht tue, aber das war halt wirklich ein Gespräch. Passt. Ich werde das jetzt nicht weiter ausbauen, aber auf jeden Fall, ich danke dir auch dafür und natürlich auch für deine wirklich jetzt schon langmonatige, jährige Treue meiner Let's Plays. Und dass du trotzdem noch meine Let's Plays schaust, trotz dass ich wirklich so schlecht geworden bin in letzter Zeit. Dir auch ein großes Dankeschön dafür. Mach weiter, wie du bist. Und vor allem, das sage ich dir jetzt als persönlichen Rat, bleib wie du bist. Du bist wirklich ein super Kerl. Und deswegen. Ja, und schau natürlich bitte weiter meine Let's Plays. Jo. Und ein großer Jump. Ja, und ein Stoppen. Okay, anhalten. Lass mir die Piranha-Pflanze rauskommen. Jetzt müssen wir hier in Ruhe ran. Das habe ich schon gemerkt. Wir müssen hier in aller Ruhe jetzt vor. Okay, und ich springe hier einfach rum. Also ich muss sagen, hier sind sehr viele Gegner, aber der Levelaufbau geht gerade. Und, oh nee, es ist noch nicht das Ende. Verdammt, ich dachte jetzt immer am Ende. Ohoho. Ja, da kommen sie jetzt mit ihren Sprüngen hier, ha? Okay, was kommt hier? Oh, was? Nein! Schade, ich wäre fast drüber gekommen. Nein! Egal, wir starten im Midpoint, hoffe ich. Und, nein! Ach, du gute Güte. Egal, noch eine Runde. Wir sind gut vorwärts gekommen, das schaffen wir auch nochmal. Vielleicht. Oder auch nicht. Jo, also auf jeden Fall, und der letzte Dank, den ich jetzt noch aussprechen werde, gebührt dem Retro-Baba. Genau. Der übrigens, ich will es jetzt doch mal spoilern, denn morgen kommt das eh hoch, der diese Woche mein Let's Talk-Gast ist, so wie es aussieht. Wenn alles jetzt funktioniert und ich gehe von aus. Und ich freue mich schon drauf auf unser Gespräch. So. Und ich danke dir für folgende Dinge. Und zwar zum einen danke ich dir für das wirklich lustige Mega Man 3 Let's Play, was wir ja neulich mal gemacht hatten. Und ich bin tot. Was wir neulich erst gemacht hatten, ihr solltet mal auf seinen Channel gehen. Ich habe ihn auch unten rechts in meiner Liste. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war leider nicht in jedem Part dabei, aber in den meisten, denke ich, war ich dabei. Ich habe mir das komplett durchgeguckt. Ich habe jetzt bloß nicht mehr die Zahl der Parts im Kopf, muss ich zugeben. Es hat sehr viel... Ach, ich kann da drüber laufen? Ich komme mir jetzt so ziemlich bescheuert vor irgendwie. Ich kann da drüber laufen? Ist ohne Witz. Ich kann da drüber laufen. Auf jeden Fall dem Retro-Baba gebührt mein Dank. Oh nee, ich habe danach noch ein Dankeschön. Oh Gott, ihr seht mal, wie vielen Leuten ich wirklich so viel zu verdanken habe. Aber es ist halt so. Auf jeden Fall dem Retro-Baba einmal dazu. Und zum anderen danke ich dir natürlich noch auch, dass wir Koopas sind. Nein. Zum anderen... Okay, ich kann hier rennen. Ja, ich kann hier rennen. ich danke dir dann natürlich auch noch für die netten Gespräche, die wir jetzt schon öfters hatten in Skype. Und ich kann rennen. Kommt her, ihr Drecks-Koopas. Und rüber. Oh yeah. Ich bin ein Starman. Also auf jeden Fall, ich danke dir wirklich sehr viel. Und wirklich, bleib auch so, wie du bist. Und stirb auch nicht in deinen Let's Plays wie ich. Und jetzt gehen wir safen. Ja. Und ich hoffe, ich habe jetzt dort wirklich... Ja. Auf jeden Fall wirklich all diesen Leuten vielen Dank. Und jetzt noch eine letzte Person, der ich natürlich auch noch meinen Dank aussprechen werde. Mit der Person habe ich viel in Skype zu tun. Und zwar dem Ash Ketchum. Ja, oder ich nenne ihn jetzt einfach mal Norman, denn Ash Ketchum, ja, da gibt es sicher viele, die sich so nennen. Und auch viele, die, wie ich, gegen Koopas rennen und nicht hoch genug springen in Super Mario Bros.